Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8 Part 9. Wir sind vor der Villa von Oberst Carway bereit, unsere Seed-Mission zu beginnen. So, jetzt zur Teamaufteilung. Ein ziemlich rasanter Einstieg. Das Schützenteam besteht aus dem Scharfschützen und dem Anführer. Der Anführer hat das Kommando. Das Kommando? Falls etwas schief geht und die Mission nicht nach Plan läuft, oder der Scharfschütze daneben trifft, übernimmt der Anführer das Kommando und verwickelt die Hexe in einen Kampf. Wir müssen uns bedeckt halten, deswegen muss der Plan perfekt sein. Das Hauptziel ist, die Beseitigung der Hexe. Wir müssen unser Ziel um jeden Preis erreichen. Sogar dann, wenn meine oder eure Tarnung auffliegt. Wer ist der Anführer? Ich. Den Rest entscheidest du. Das Schützenteam ist okay. Ich und Irwin Kinias werden als Schützenteam vorgehen. Das Triumphbogenteam besteht aus den anderen dreien. Ei, ei, verstanden. Klare Sache. Wer führt das Triumphbogenteam an? Sorry, Xel. Quiz des Trippé. Ah, ich hasse sie. Oh nein, wie traurig Xel ist. Okay, überlass das nur mir. Gut, die Mission beginnt. Aber er hat recht, Squall kann hier nicht aus Sympathie entscheiden, sondern Quistis hat die meiste Erfahrung. Sie ist schon viel länger Seed und auch wenn es eine nervige Kuh ist, ist es eine kluge Wahl, die ich wahrscheinlich genauso getroffen hätte. Nein, ich will nicht Quistis sein. Naja. Ich bin in deinem Team, Quistis, oder? Jep. Wir werden es der Hexe zeigen. Ich hoffe, man wird die Mietze hier nicht rumheulen. Hey! Ich bin entkommen. Was hat er gesagt? Hat er was gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Wo ist Squall? Sorry, Renoir, aber wir müssen jetzt gehen. Nein, wartet. Schaut mal. Das ist ein Odin-Reif. Ich habe es in seinem Zimmer gefunden. Odin? Wofür soll das gut sein? Soll Hexenmagie eindämmen? Ich weiß nicht, wie wirkungsvoll es ist, aber er wollte ihn diesmal nicht benutzen. Wenn das Ding von Odin ist, muss es wirklich sehr wirkungsvoll sein. Erste Wahl, wenn es um Zauber geht. Gell? Und was willst du damit? Wer soll es der Hexe anlegen? Wer, wann und wie? Darüber wollte ich ja mit euch sprechen. Wir haben keine Zeit. Squall ist schon in Position. Wir haben unsere Aufgaben. Verstehst du nicht? Das ist etwas anderes, als von zu Hause wegzurennen. Es ist eine todernste Sache. Oh, da ist jemand sauer, weil sie mit Squall getanzt hat. Ich meine es ja auch ernst. Das weiß ich doch. Ich habe doch auch einen Plan. Im Fall eines Angriffs werde ich allein vorstimmen, um Zeit zu gewinnen. Ein Kampf ist nicht nötig. Ich werde das Schiff schon schaukeln. Oh, Gänsehautmoment. Oh. Sagt mal, ist es wahr, dass ein Seed niemals warum fragt? Manchmal würden wir ja gerne fragen, zum Beispiel jetzt, aber... Warum willst du das wissen? Wenn der Feind ein richtig mieser Typ ist, kann man sich besser austoben. Ein mieser Typ? Wahrscheinlich ist der Feind weder gut noch böse, wir haben nur unterschiedliche Standpunkte.
Jeder glaubt, dass er recht hat. Es gibt keine guten oder bösen Menschen. Nur solche, die für oder gegen dich sind. Hä? Muss... Ach, sag nicht, wir müssen erst bei dem anderen Team noch Hallo sagen. Wir wissen doch, was deren Aufgabe ist, Mann. Die Mission ist kinderleicht, dazu braucht man keine drei Leute. Punkt 20 Uhr, geht klar. Wir werden die Hexe hier festnageln, dann seid ihr an der Reihe. Das Triumphbogenteam trinkt hier einen und hält bis 20 Uhr die Stellung. Um Punkt 20 Uhr wird die Parade den Bogen hier passieren. Zu diesem Zeitpunkt wird das Pult bedient und das Tor hinabgelassen, die Hexe sitzt somit in der Falle. Ich habe hier noch einen Kaffee stehen. Hier ist eure Position. Eine Frage, Oberst. Warum will die Hexe so eine auffällige Parade durchziehen? Sie begibt sich zu ihrem neuen Hauptsitz, den Galbadia-Garden. Deshalb will der Galbadia-Garden also die Hexe loswerden. Es geht los. Macht euch bereit. Ich werde in meiner Villa sein. Viel Glück. Ja, der geht jetzt in seine Villa und betet, dass alles glatt geht, weil, wenn hier was schief geht, dann rollt nämlich seinen Kopf. Was ist Quistis? Ich war wohl zu grob. Zu grob? Ich werde mich bei Renoir entschuldigen. Renoir? Was willst du machen? Dürfen wir unseren Posten verlassen? Bis 20 Uhr ist noch Zeit, wartet hier auf mich. Aber... Warte doch! Du kennst es. So ein... Sorry, aber so ein dummer Kram. Ja? Sich entschuldigen. Ja, eine löbliche Sache, aber... nicht jetzt! Dann geh doch da rein. Bald wird es draußen hektisch. Hier bist du aber in Sicherheit. Mist, er wird mich einsperren. Wenn ich will, schaffe ich es auch. Renoir, es tut mir leid wegen vorhin. Ja. Sitzen wir jetzt fest? Der Oberst! Ich glaube, wir sind zwischen die Fronten geraten. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich mache mir Sorgen um Renoir. Mach dir lieber Sorgen um die Mission, du dumme Nuss! Was wird hier gespielt? Renoir ist wahrscheinlich alleine zur Hexe gelaufen. Sie wollte uns helfen. Tja. Dumm, Quistis. Sau, sau, dumm. Ich bin zwar... kein Seet. Aber trotzdem...
Redet sie nicht weiter. Oh mein Gott, wirklich Gänsehaut. Das kann man, glaube ich, nicht sehen. Doch, jetzt kann man es sehen. Oh mein Gott. Ich bin die Tochter eines galbadianischen Oberst. Da jetzt mein Vater ihnen untergeben ist, wollte ich mich vorstellen. Ich habe hier ein Geschenk mitgebracht. Da kommt sie. Hey, das Mädel dort. Rinoa? Es stinkt. Ihr stinkendes Gesindel. Seit Urzeiten haben wir Hexen in einer Fantasiewelt gelebt. Eine törichte Fantasiewelt, die ihr euch in eurem im Kopf ausgedacht habt. Dunkle Kostüme, grausame Rituale, in denen fromme Bürger geopfert werden. Hexen verbrennen das furchtbare Land und lassen die Erde zu Eis erstarren. Schwachsinn. Wo jetzt die Hexe aus eurer Fantasiewelt nun auf der Seite von Galbadia ist, glaubt ihr, dass ihr euch in Sicherheit wiegen könnt? Wer von uns lebt in einer Fantasiewelt umgeben von Illusionen? Idea, was soll das? Idee, die Realität schmeckt nicht so süß. Die Realität schmeckt überhaupt nicht süß. Ihr törichtes Volk, ich werde es euch zeigen. Ist klar, dass die jubeln. Wenn das so ein Diktator ist. Versteckt euch hinter der Illusion. Ich werde für euch tanzen in dieser Fantasiewelt. Ich werde auf Ewigkeit tanzen. Eine Hexe, die Furcht und Verderben bringt. Mit euch erschafft sie den ultimativen Traum. Leben und Tod und darin nur eine süße Illusion. Die Hexe wird mit der Illusion verschmelzen und Galbadia als treuer Untertane mit ihr. Was war das? Hexen brauchen Opfergaben. Sie brauchen grausame Rituale.
Das ist schlecht. Das geht in die Hose. Wir müssen Renoir doch helfen. Die Parade hat noch nicht begonnen. Das Tor ist noch zu. Das meinst du doch nicht im Ernst. Seht mal, es fängt schon an. Wir müssen schnell hier raus. Ja, sauber, dass du da überhaupt reingegangen bist, du Nuss. Zum Glück weiß ich, wo der Ausgang ist. Diese Steuerung. Ausgerechnet hier? Das ist gemein. Gehen wir. Wir müssen doch gar nicht... wir wissen doch gar nicht, wo es hinführt. Wir können aber nicht... komm, warum kann ich heute nicht lesen? Wir können aber nicht hier herumstehen. Gott, das hat mich früher so aufgeregt, ne? Ich war froh, dass es keine Zeitmission war. Weil, er ist so wie immer und die beiden sind ungekoppelt, natürlich. Das ist schlecht. Truppe. Austausch. Nein. Nein, nicht beenden. Den oberen Spielstand müssen wir übrig lassen, falls irgendwas schief geht, dass wir noch trainieren gehen können. Auch wenn es ätzend wäre, wenn ich das alles nochmal spielen müsste, aber... It is what it is. Tatsächlich weiß ich jetzt aber nicht mehr so ganz, wo man lang gehen muss. Also es kann sein, dass das alles wiederkommt, aber... Oh, wartet mal. Keine Zeit dafür. Okay, kann man nicht langlaufen. Na gut. Es fängt an. Los, auf geht's, wir müssen ihr helfen. Überleg nicht herum, Renoir wird sonst draufgehen. Wartet mal, ich meine, hier gab's noch was. Hey, Mädels. Irgendwo, meine ich. Egal. Yeah.
So viel dazu. Wow, sag nicht, dass ich jetzt wieder tauschen muss und umsonst quasi. Ah, da könnte ich ausrasten. Hier eben ein Zelt benutzt habe. Boah, könnte ich wirklich ausrasten. Egal, zum Glück habe ich was gekauft. Und zwar genug. Speichern wir jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich... Nee. Das hier wird auf jeden Fall eine längere Episode, meine Lieben. Weil ich werde hier die Hexenparade natürlich nicht mittendrin abbrechen, sondern wir ziehen das so durch. Das gehört ja auch zusammen. Geht das hier noch? Ja, müsste noch gehen. Ich bin mir nicht mehr sicher, deswegen. Sicher ist sicher. Für den kann man nichts mehr tun, der liegt da nur noch kaputt. Ja, wir halten jetzt schnell eine Rede. Jo, Freunde, schön, dass wir heute hier sein können. Rinoa! Seht ihr, das wusste ich nicht mehr. Ach ja, nicht vergessen. Beim Shot die Munition wählen. Mit R macht's Peng Peng. Alles klar? Karbunkel entdeckt! Mal sehen, was die für einen Zauber noch haben. Stein! Ach du Scheiße, ja! Irwin darf nicht versteinert werden. Das ist nämlich der Einzige, der Items benutzen kann, sonst kann er mich nicht heilen, wenn ich versteinert werde. Das ging noch mal gut. Also ich glaube, wir sind nicht vom Level her zu schwach. Karbunkel, neuer Guardian Force. Ich hatte solche Angst. Ich hatte solche Angst. Es ist vorüber. Ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst. Das war doch nicht dein erster Kampf. Alleine konnte ich nichts ausrichten. Ich konnte alleine nicht kämpfen. Sie ist eben ein Amateur. Das ist cool. Das ist okay. Wir gehen.
Deine Anweisungen gelten nach wie vor. Du bleibst in meiner Nähe. Konnten wir da hinten rausgehen? Einmal mit Profis. Nein, konnte man nicht. Gab's hier irgendwas? Nein. 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 Okay. Irwin Kinyas, dein Auftritt. Warum ist er plötzlich so still? Verstehe, er will sich konzentrieren. Der einsame Schütze. Von hier aus hört man nichts. Was ist mit der Parade? Cypher, du lebst also noch. Renoir. Cypher lebt. Er marschiert zusammen mit der Hexe. Was hat das zu bedeuten? Weiß ich's? Wenn ich mit der Hexe in einen direkten Kampf verwickelt werde, muss ich dann auch gegen Cypher kämpfen? Ein Seed kann sich seine Feinde nicht aussuchen. Es könnte passieren, dass ich Cypher eigenhändig töte. Ihr beide seid doch zu allem bereit. So etwas ist doch normal bei euch. Ihr lebt schließlich in so einer Welt. Ihr habt ja Psychotraining absolviert. Aber wenn man das bloß verhindern könnte. Verhindern. Hängt alles von Irwin ab. Das kann doch nicht. Hat der Typ Angst? Du kriegst doch nicht das Zittern. Ich kann es nicht. Was? Umsonst zwei Zelte verschwendet. Ja, die HP ändern sich, natürlich. Gott, oh Gott. Schnell eine High Potion reinziehen. Zelte gehen nämlich nur um Speicherpunkt. Da sind doch. Gut, dass ich das gekauft habe. Wo ist Quistis? Da. Ach so. Koppeln aber trotzdem noch Selfie kurz. Karbunkel. Wir müssen schnell noch gucken, was Karbunkel lernt. Ah, ich weiß, wer da fehlt. Den holen wir demnächst. Ne, Magika. Selfie ist nämlich eine starke Zauberin. Auch wenn sie nicht gut drawen kann. Was. Hier unten konnte man nämlich auf jeden Fall eine Timbermaniacs finden und die will ich auf jeden Fall. Auch wenn die Zeit eigentlich drängt. Flucht ergriffen. Scheiße, geht's auch nicht schon weiter, oder?
Nicht, dass die Timbermaniacs eben da unten war. Oh, fucking shit, ey. Hier ist das. Nee, da waren wir eben. Hä? Ja doch, hier waren wir eben. Zombie gefunden. Los geht's, Quistis. Wir gehen gerade nochmal schnell zurück. Und zwar wirklich schnell, wie ihr seht. Das führt uns da unten rein zu dem Drawpunkt. Na gut, das können wir schnell machen. Ein bisschen Herzschmerz. Ja, was für eine üble Attacke. Oh, der hält doch viel mehr aus als eben der. Schau, Kakao-Schatten. Okay, das dauert viel zu lange. Wir kämpfen nie wieder. Okay, dafür haben wir ein bisschen Zeit verschwendet. Egal, nicht schlimm. So. Ciao. Bye, have a great day. Genau, hier konnte man hoch. Das andere führt nämlich dahin, wo wir schon waren. Hier geht's nicht lang, hier geht's nicht lang. Am Anfang wusste ich nicht, dass es hier durch solche Türen gehen kann. Da ist nichts passiert, ey. Dachte ich mir, wo soll ich hin? Dann hat man natürlich alles ausprobiert und dann hat es irgendwann geklappt. Okay, man kann es ja nur hier lang gehen. So eine absolut hirnverbrannte, idiotische Idee zu kommen. Ich muss mich entschuldigen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. So, hier ist der Anfang. Okay. Ciao, Kakao. Verdammt, da liegt die Timbermaniacs, die ich will. Was? Ich weiß, dass wir hier am Ende sind. Okay, wir machen es so. Wir gehen weiter. Und wenn ich später nicht mehr an die Timbermaniacs komme, dann werde ich den Spielstand hier nochmal laden und die alleine holen. Damit wir jetzt weitermachen können. Ich meine, wir wechseln jetzt gleich schon wieder. Thank you.
Kletter hoch, Mädel. Na, geht er raus? Was geht ab, Quistis? Nach oben, ja. Ach so. Gut, dass die Kanalisation doch vergleichsweise leicht zu lösen war. Puh, gerade noch geschafft. Ja. Fucking shit, ey. Oh. Jetzt oder nie, der Schalter. Irwin Kinias. Nein, ich kann nicht, sorry. Immer wenn es drauf ankommt, herumalbern und auf cool machen. Das hat alles nichts gebracht. Schieß jetzt! Meine Kugel wird die Hexe töten, das ist ein historischer Moment. Das wird Galbadia, nein, die gesamte Welt verändern. Wenn ich nur daran denke. Hör auf zu labern, schieß! Ich kann nicht! Nur mit der Ruhe, Irwin Kinias. Wir warten alle auf dich. Egal ob du triffst oder nicht, überlass uns den Rest. Du gibst nur das Zeichen, wir warten auf deinen Startschuss. Ein Startschuss? Genau, Irwin Kinias. Alles klar? Nur ein Zeichen. Sorry. Nein, es war gut gezielt, überlass den Rest mir. Ich werde zur Hexe vorstimmen. Irwin Renoir, macht euch bereit. Hoffentlich sind wir gut genug vorbereitet. Genau dafür war ich einkaufen. Alles klar, Renoir? Ich habe jetzt einen neuen Job. Als Sklave der Hexe? Nein, als Hexenritter. Davon habe ich schon immer geträumt. Komm nur, Squall.
Nein, Mann. Sieh das, mein Freund. Stundenlang ausgesucht, was ich machen will. Ihr dachtet wohl, ich wäre tot. So einfach gehe ich nicht drauf. Es war auf der PlayStation damals viel leichter, Squads Dings zu triggern. Werde ich das jetzt nochmal schaffen hier? 5-mal gefailt. Eins steht fest, wir sind auf jeden Fall schneller als Cypher. Nicht schlecht. Das nervt mich. Das war schwach. 188. Doch, die prügelt er uns jetzt wieder raus. Ah, machen wir das mal so. Das hat gesessen, mein Freund. Ich hab abgelost. Du bist schwach geworden, Cypher. Du bist ein Seed. Samen gesät auf vollem Grund. Mit dir kann ich kämpfen. Ich kämpfe mit. Ich muss was gut machen. Hoffentlich sind wir gut genug. Seht, Samen des Unheil. Rinoa! Starke Sache. Die haben sie aber ein bisschen schwächer gemacht im Retail. Die hat früher 1300 Schaden oder sowas gemacht. Junge, Junge, Junge. Also nicht im Retail, sondern hier im Remastered. Och, ich hab so Gänsehaut. Was für ein Moment. Der ist so geil, Karbunkel. So, ihr fragt euch, was hat Karbunkel gemacht? Das könnt ihr jetzt gleich betrachten. Schön, dass Hexen so viel zaubern.
Oh fuck. Scheiße. Das hat sie früher nicht gemacht. Karbunkel gibt uns eigentlich Reflekt. Das heißt, wenn uns jemand anzaubert, wird der Zauber doppelt so stark auf denjenigen reflektiert. Wahrscheinlich hat in der Remastered-Version wurde sie deswegen geschwächt, weil sie sich sonst früher richtig schnell selbst vernichtet hat. Oh, Rinoa hat 118 Schaden gemacht, Junge. Wenn ich jetzt Karbunkel nochmal rufe, macht sie nochmal dreimal die Zauber. Das wäre dann auch eine Art und Weise, den Kampf rumzukriegen. Ach du Scheiße. Hedea, eine Hexe mit einer immensen Macht. Sie herrscht über Galbadia. Niemand besitzt stärkere Magie. Sie wendet extreme Zauber an. Ja, das stimmt. 2177 Leben noch, okay. Okay, 2050 in etwa. Das war's, wie erbärmlich. Nee, das soll alles sein, wie erbärmlich. Shit. Ist klar, dass sie die höchste Form der Zauber besitzt, ne? Was? Irwin ist schon wieder halb tot? Was machen wir jetzt? Wir rufen tatsächlich nochmal, wenn er das jetzt überlebt. Alter, was hat Edea gegen Irwin? Oh shit, ey. Ich wollte schön Karbunkel nochmal beschwören. Nein! Ich habe nicht gesehen, dass er der Erste war. Ich dachte, Rinoa wäre dran vorher. Nein, Irwin, bitte! Ach du Scheiße, warum hast du den? Fucking shit, ey. Los, beleb Irwin wieder. Na gut. Friss deine eigenen Zauber, meine Liebe. Aber diesmal nicht aus Straw, sondern meinen. Scheiße, da lacht die drüber.
Verfluchte Sitz. Oh ja, wir haben es geschafft! Oh. Scheiße, ey. Das war einer der Kämpfe, vor denen ich am meisten Angst hatte. Und immer noch Gänsehaut. Oh Mann. Ja, meine lieben Freunde, hier werden wir dann einen kleinen Cut machen. Ich bin froh, dass wir das überstanden haben. An der Stelle werden wir also genau das nächste Mal weitermachen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Episode sehr gefallen hat. Hiermit ist absolut alles begonnen. Absoluter Wahnsinn. Final Fantasy 8 ist perfekt. Es ist einfach perfekt im Laufen von der Geschichte. Und super, super spannend. Also ich habe früher wirklich absolut mitgefiebert und dachte mir jetzt gerade so, oh nein. Und jetzt war halt das Nervige, man musste die CD wechseln früher. Das müssen wir jetzt zum Glück nicht. Aber nichtsdestotrotz machen wir es mal so wie in einer Serie. Ich lasse euch ein bisschen zappeln und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich freue mich, wenn ihr mir ein paar Däumchen nach oben gebt. Macht's gut.